langsam! Gordon, du bist es. Mann, freue ich mich, dich zu sehen. Los, Beeilung, Gordon. Freut mich, dass du es hier geschafft hast. Dad ist irgendwo dort, im Internierungsbereich. Wird nicht einfach sein, ihn da rauszuholen. Lass uns gehen. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu wird ein Votegond gefangen und liefert uns so Informationen, aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Achtung! Ja gut. Hier drüben. Damit komme ich ins Sicherheitssystem. Jetzt zu meinem Vater. Oh mein Gott. Die armen Leute. Da. Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Ha! Geschafft! Mir nach. Er sollte da drin sein. Du musst es nur aufkriegen. Da ist er! Na gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Alles okay? Mir geht's gut, aber ihr? Ihr müsst hier verschwinden. Wir holen dich hier raus, Dad. Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Bloß wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Wenn nicht... Schlimmer kann es wohl kaum kommen. Das ist zu riskant, Alex. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Ende. Wir müssen auch Judith retten. Keine Sorge, Dad. Wir finden sie. Jetzt schicke ich dich erstmal zur Teleporterkammer. Das ist kein Lebwohl, Dad. Wir treffen uns dort. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja? Lass uns gehen.
gut. Hier drüben. Ich gehe zur Sicherheitsstation zurück und versuche, über dein Funkgerät mitzuhören. Warte, bis du mich hörst. Hey, pass auf dich auf. Ich auf. Da sind ziemlich viele Combine-Sensoren in dem Gebiet vor uns. Schau auf den Bildschirm. Thank you.
Vielleicht wäre es nicht sicher. Da ist jetzt noch ein Kontrollraum vor dir. Scheint immer noch besetzt zu sein. Lass die Türme aktiv. Halt durch, bis ich es geschafft habe. Bis ich bei dir bin.
Hat leider länger gedauert. Schön, dass du okay bist. Mal sehen, ob wir Dr. Martin. Da ist sie. Augenblick. Wie hat. In deinem Gebiet. Deswegen rufe ich nicht an. Was hat sie vor? Ich habe versprochen, Eli in Ruhe zu lassen. Oh mein Gott. Die Soldaten waren etwas übereifrig. Sicher, aber wir konnten ihn nicht gehen lassen. Besonders da Gordon Freeman nicht zu fassen ist. Hätten Sie auf mein Signal gewartet, hätten Sie jetzt Freeman. Wir waren uns nicht gerade sicher, ob das noch passieren wird. Menschliches Blut ist dicker als Wasser. Dr. Breen! Wie ich bereits sagte, Sie können Elis Zustimmung nicht erzwingen. Sie müssen ihn selbst... Ich kenne Dr. Vance viel länger als du, Judith. Deine Gefühle für ihn haben dich wohl geblendet. Gefühle? Mit Gefühlen hat das nichts zu tun. Fakt ist doch, dass wenn Eli Vertrauen hat in unser... Da gibt es nichts zu besprechen, Dr. Mossman. Bitte, Dr. Breen. Bedauere, Judith. Ich habe keine Zeit. Das glaube ich nicht! Auf geht's, Gordon. Jetzt muss es wirklich schnell gehen. Geh schon voraus. Ich knacke die nächste Sicherheitsstufe und komme danach, sobald ich kann.
Kontakt ist jetzt in Block D8. Warnung, Sterilisatoren und Herfelder eventuell beeinträchtigt. Flugüberwachung 6 und 8. Sofort gemeinsam. Ja, wir haben gleich. Jetzt noch mehr Soldaten rein. Vielleicht sind noch Türme in der Nähe. Schnell, aktivier sie. Es gibt Soldaten auf allen Seiten. Thank you.
Verstärkung. Ich lasse das hier sein und komme jetzt zu dir. Wir sehen uns dann gleich. Du hättest wohl Hilfe gebraucht. Jetzt bleibe ich aber bei dir. Lass uns Mossman suchen. Warnung. Überwachungssysteme negativ. Übung der Stabilisierungseinheiten. Bitte Ausschaltung melden. Thank you.
Auto. Achtung, Bodeneinheiten. Bei Misserfolg erfolgt eine weltexterne Besetzung. Codewiederholung. Opfern. Gerinnen. Toll, noch eine Sicherheitsstation. Okay, Mossman, wo bist du? Wo? Ha! Hab sie! Ha! Hab dich jetzt! Oha! Jetzt mach hin, Gordon. Wir wollen sie nicht warten lassen. Vielleicht kommen wir nur mit ihr raus. Hallo? Gott sei Dank ist jemand... Alex? Gordon, wie seid ihr hier reingekommen? Wir wissen alles über dich. Was? Du warst die ganze Zeit Spion der Combine. Wovon redest du? Verdammt! Weg da, Mossman. Wir kommen rein. Egal, was du denkst. Ich schwöre, ich wollte nur deinen Vater schützen. Ruhe! Sei froh, dass du uns noch nützen kannst! Wir polen den Teleporter um und verschwinden sofort von hier. Siehst du? Wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich habe den Modulator schon für einen Zen-Relais programmiert. Sie stahlen Dads Arbeit. Es ist auch meine Arbeit. Ich musste Dr. Breen außerdem zeigen, dass dein Vater unersetzlich war zum weiteren Fortführen dieser Forschung. Das ist jetzt genug Blödsinn! Dagon, das Dad, ich hol ihn jetzt rein. Ihr habt Eli? An dir lag's nicht. Einfach die Koordinaten für Dr. Kleiners Labor angeben und dann los. Dazu bräuchten wir Zutritt zur Teleporter-Plattform, aber wir sind ausgesperrt. Ich kümmere mich drum. Also los jetzt. Gott. Und du hast damit gearbeitet? Wie lang schon? Ich wusste noch, was ich zu erwarten hatte. Hallo. Scheint, als erwarte es uns. Die Combine nutzen ein eigenes Impulsnetzwerk mit sehr langer Startzeit. Das Aufladen dauert ziemlich lange. Schön vorgeblüht für uns. Gut. Gerade rechtzeitig. Dad, hier unten! Hat leider etwas gedauert. Ist trotzdem alles okay? Denk nicht an mich, mein Schatz. Judith, wie sehr bist du frei? Eigentlich nicht. Eli, ich habe mich solche Sorgen gemacht. Die Koordinaten, Dr. Mossman. Das ist also das Combine-Portal. Kleiner, als ich gedacht hätte. Schnell, Dr. Mossman! Dr. Kleiner! Ja, Alex, wo bist du? Wir sind in Nova Prospect und führen die Zen-Emulation zum ersten Mal durch. Sind Sie bereit für uns? Fertig, bereit und voll aktiviert. Gut. Mein Vater geht zuerst durch. Er ist bereit für... Was denn das? Moment, das muss wieder runter. Nein, stopp! Was soll das? Es tut mir leid, Alex. Es geht nicht anders. Nein! Komm zurück! Was ist los? Dad! Nein! Was geht hier vor? Okay, ich denke nach. Denk nach, Alex, denk. Dr. Kleiner, halten Sie sie auf! Wegen solcher Aufhalten? Oh Mann! Was für Koordinaten sind das? Wo hat sie ihn hingebracht? Nein.
Gib Deckung, Gordon. Muss das Portal zurücksetzen. Dr. Kleiner, wir müssen raus! Alex? Gordon? Meine Güte, wie seid ihr hierher gekommen und wann? Was ist los? Meine Liebe, ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Ich hatte Angst, dass wir es auch nicht schaffen. Der Teleporter ging wohl gerade hoch, als wir ihn benutzten. Ganz recht. Die Erschütterungen konnte man meilenweit spüren, aber das war vor einer Woche. Was soll das heißen? Gordon und ich waren doch gerade noch dort. Faszinierend. Unser Teleporter ist anscheinend sehr langsam. Das ermöglicht uns ja einen völlig neuen Ansatz. Eine Woche? Was haben wir verpasst? Eine ganze Menge, meine Liebe. Die Aktion bei Nova Prospect wurde als Signal zu Beginn des Aufstands verstanden. Aber was ist mit Vater? Nun, es sieht nicht gut aus.
Laut den Vortigons ist er in der Zitadelle eingesperrt. Wir holen meinen Vater raus. Barney führt einen Vorstoß mit genau diesem Ziel an. Und noch jemand kam vor einigen Tagen hier an. Doc, hast es geschafft. Braver Doc. Na, seht ihr? Es besteht noch Hoffnung. Optimist möchte ich auch sein, Doktor. Doc, komm, hörst du mich? Hey, Doc, hörst du mich? Ja, Barney, und ich bin nicht mehr allein. Alex und Gordon sind gerade angekommen. Oh Mann, gute Nachrichten. Ich hatte schon aufgegeben. Wir wollen eine Basis für einen Angriff auf die Zitadelle einrichten. Gordon und Doc kommen zu dir. Ich möchte Dr. Kleiner erst in Sicherheit bringen. Dann treffen wir uns. Jede Hilfe ist willkommen. Verdammt, Kopf runter! Geh zu, mach weiter! Okay, Gordon, hast ihn gehört. Wir sehen uns, sobald ich mich um Dr. Kleiner gekümmert habe. Einen Moment. Ich muss Lamar mitnehmen. Oh nein. Sie nur wieder. Geh schon, Gordon. Ich kümmere mich darum. Gordon, pass auf dich auf, ja? Dr. Kleiner, dafür ist keine Zeit.